Bevor ihr euch das Video angucken werdet, empfehle ich euch, den Sound leiser zu stellen, denn es wird ziemlich laut in diesem Video. Was ihr gleich sehen werdet, ist nicht normal. Gamescom 2014. Ich bin da. So Leute, dann würde ich mal sagen, ja. Guten Morgen. Es ist verdammt ungewohnt, wieder so früh aufzustehen. Es ist der Donnerstag und ich gehe jetzt gerade zu meiner Haltestelle und ich fahre dann, also später fahre ich mit meinen Freunden, aber jetzt fahre ich noch alleine. Ich fahre jetzt zu Gamescom. Es ist scheiße früh. Wenn ich mal auf meine Uhr gucke, ist es so ungefähr 20 vor 7. Ich war noch nie auf der Gamescom, deswegen bin ich ganz so aufgeregt. Und ich bin vielleicht, wenn man mich so schlecht sieht oder so. Oder wenn es gerade viel zu laut ist. Aber ich bin ganz so verdammt aufgeregt und verdammt müde, ey. Und ich kann gerade nicht so wunderbar schreien, aber es ist so verdammt ungewohnt, so früh aufzustehen jetzt. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Das wird wahrscheinlich nur ein kleiner Vlog sein. Donnerstag, Freitag, Samstag kombiniert und ja, würde mal sagen, wir sehen uns gleich im Zug wieder. So, ich bin jetzt hier auch offiziell jetzt vor der Gamescom jetzt sozusagen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber jetzt ist da so eine ominöse Person, ob man das hier sehen kann, aber da hinten ist es. Also es ist der Südeingang. Und ja, ich bin jetzt hier mit einer Person. Einer Freundin. Ja, eine Freundin und nicht feste Freundin, auch nicht die Schwester, auch nicht die Cousine, auch nicht die Mama, auch nicht die Großmutter. Und nicht die Tochter. Und auch nicht die Tochter, sondern meine persönliche Dienerin. Fick dich. Sag das in die Kamera. Fick dich. Danke. Also er, nicht ihr. Doch, es ist an euch gerichtet, keine Sorge. Nein. Doch. Nein, und wir sehen uns gleich drin wieder. Weißt du, man kann ja einfach keine klatschen. Man kann das nicht, aber man will. Die ist auch so klein. So, wie ihr gerade gehört habt, sind wir hier gerade am Diskutieren und so. Ne, das ist ja jetzt kurz, wir diskutieren, ja. Sowas tut man nicht. Wir sind jetzt gerade an der Riesenschlange vorbeigekommen, die dort war in der Halle 11. Ja, genau. Wir sind jetzt endlich durch. Ja, aber wir waren gerade in Halle 11. Und ich bin jetzt hier mit denen hier. Das ist die Paupi. Nein, das ist Quatsch. Nein, natürlich nicht. Hi. Und wir gucken jetzt nochmal die Gamescom hier komplett an. Also. Ja. So, wir machen gerade momentan hier eine Pause und die ominöse Person neben mir hat sich gerade überrascht, weil ich angefangen habe laut zu reden. Ja. Und ich habe euch mal ein paar Fotos, ein paar Videoclips noch gezeigt, wie es hier aussieht. Ich weiß nicht, ob ich es noch mehr machen kann, weil innen drin ist es sehr laut und da kann ich schlecht reden. Also ihr könnt mich kaum verstehen dort. Wir sind jetzt hier draußen, chillen, machen eine Pause. Ja. Später geht's weiter.
So, es ist jetzt der Freitag. Ihr habt schon davor schon ein paar Bilder und ein paar Videos gesehen, die ich euch mal gezeigt habe. Und ich bin jetzt mit anderen zusammen, mit diesen zwei Huren hier. Einmal dem hier. Hi. Und dem hier. Ja, der da ist cool, weil er Ausländer ist, genauso wie ich. Und das hier ist eine deutsche Kartoffel. Und wir gehen jetzt mal wieder zur Gamescom, wir sehen uns dann später wieder. So Leute, jetzt bin ich hier, ich habe mal Arthurs Handy genommen. Ja, Videos, ne? Wir haben jetzt... Sieht man nicht, ah, da. Wir haben jetzt unsere Bänder, jetzt gehen wir hier rein. Ich kann euch das mal zeigen. Gamescom 2014! Es ist voller als es aussieht, so viel kann man sagen. Ja, das ist es. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir unter einer Stunde hier durchlaufen können. Richtig, wir gehen jetzt Richtung Eingang zu und dann schauen wir mal weiter. Und ich würde sagen, das nächste Video folgt. So, wir sind jetzt drin und es ist leicht voll. Ich denke nicht, dass man das hört. Du musst lauter reden. Kannst du schneiden, ja, ne? Ja, kann ich. Wir sind jetzt drin und es ist leicht voll. Bullshit. Leicht voll vor allem. Aber nur leicht voll. Ein kleines bisschen überfüllt. Ich denke, das wird ein gelungener Tag. Da vorne werden Sachen verkauft. Kann ich dir auch mal zeigen. Dort hinten. Und ja. Ja. Hier kann man sogar Klamotten kaufen, wenn man nackt hier gekommen ist. Also, falls ihr keine Angst zu sagen habt, keine Sorge, ihr kriegt hier was. Auch wenn ihr kein Geld habt, ihr könnt es klauen. Merkt ganz einfach. Einfach mitnehmen. Steht hier alles? Wir müssen jetzt als erstes zu viel zahlen, wir müssen jetzt über das hier springen. So, jetzt sind wir auf dem Weg. Wohin? Kleidungsstücke, was auch immer hier. Kleidungsstücke, was auch immer hier. So, wir sind jetzt hier gerade hier so. Was? Wir sind hier gerade so Oculus. Irgend so eine komische Person guckt mich gerade an. Nein. Oh mein Gott. Noch ein komisches Persönchen. Nee. Wir werden jetzt hier gleich den Oculus Rift auswählen. Also ich werde das zum ersten Mal machen. Wir werden das aufnehmen, wie er es zum ersten Mal macht. Ja. Werden die machen und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Brille. Bei diesem Spiel muss man die kleinen Monster da anschreien und sie somit verscheuchen. Mal sehen, wie sie sich auch so schlägt. Hey, Bruder, so sehen Idioten aus. Zurück. Ich hoffe, man kann ihn nicht gut hören. Ja, immer schön nah am Mikro. Denn ich hatte ja davor den Oculus Rift ausprobiert. Ihr habt das Video gesehen, wie ich dort rumgeschrien hatte. Das war krass gewesen, einfach nur. Er kann es auch mit seinem Anfang zu schreien wie ein Mädchen. Ja, natürlich. Also irgendwie muss man da den hohen Ton treffen. Ja, muss man. Das war so ein Spiel gewesen. Ihr habt das ja gesehen. Und wir sind jetzt hier sozusagen in der Sony-Halle. Das ist Xbox. Das ist Xbox hier in der Sonya, ne? Zum Glück verprügelt ihn niemand. Und wir stehen hier und spielen jetzt gleich Pro Evolution Soccer 2015. Ja, könnt ihr mal jetzt mal kurz angucken. Wir werden jetzt mal gleich Pro Evolution Soccer 2015 anzocken und danach FIFA 15 mit dem.
Mal gucken, wie der Vasitosi schlägt. Weil wir sind jetzt hier gerade bei einem. Oh. Ja, also wir stehen jetzt an für FIFA. Wir haben ja gerade Peace gespielt, habe ich leider 2-1 verloren. Und jetzt kommt Revanche und wir haben eine Wette gemacht, also der Gewinner. Also, verrat die Wette noch nicht, das wird erst nach dem Spiel. Also, nein, wir müssen das vor dem Spiel sagen. Der Gewinner, also wenn ich gewinne, muss er sagen, dass er PlayStation über alles liebt. Aber wenn ich gewinne, muss er sagen, dass er nur noch Xbox spielen wird. Das war nicht abgemacht. Jetzt schon, jetzt ist es auf Video. Nein, das war nicht abgemacht. Ja, doch. Leute, ich bin ein PlayStation-Spieler. Der vorhin gesagt hat, er will sich eine Xbox One holen. Ihr könnt diesem Gesicht einfach nicht glauben. Glaubt ihn nicht, er erzählt nur Scheiße. So, der Gamescom-Tag neigt sich zum Ende, so wie der es hier vorher gesagt hatte. Und ich habe euch noch mal ein paar Bilder, Videos noch gezeigt, was wir hier so erlebt hatten. Es wird gerade ein bisschen geschubst möchtest hier. Möchtest du nicht verraten, wie das bisschen geschubst. Klassiko, möchtest du nicht verraten, wie das FIFA-Spiel ausgegangen ist? Ja, 3-0 gewonnen. Hey, was musst du sagen? Darf ich sagen? Wetteinsatz ist Ehreneinsatz. Darf ich sagen? Du Arsche. Nein, ich liebe PlayStation über alles. Ja, du musst deine Wette einlösen, sonst hast du keine Ehre. An alle Xboxer da draußen, wir werden ihn töten. Was Vasito euch damit sagen möchte, ist, er liebt Xbox. Und er betrügt die PlayStation. Nein, tue ich nicht. Ja, doch. Ich mag die PlayStation und die Xbox. Aber PlayStation gefällt mir besser. Wenn du das so sagst. Und wir gehen jetzt hier Richtung Halle 10.1. Und danach zum Ausgang und dann mit dem Zug nach Hause und dann. Da gibt's vorher nochmal fett Meckes fressen. Ja, das stimmt. Und Samstag gehe ich ebenfalls nochmal zur Gamescom und ja, bis dann. So, da bin ich jetzt wieder. Tut mir leid, wenn ich jetzt so scheiße aussehe, denn ich bin gerade erst aufgewacht. Ich konnte auf der Gamescom gestern, also am Samstag nichts mehr aufnehmen, weil es war so spontan gewesen, so stressvoll, da konnte ich gar nichts mehr machen. Ich habe es total verpeilt. Ich habe euch ein Video gezeigt, ich hatte Assassin's Creed Rogue. Ich war da bei der Schlange gewesen, ich habe es gespielt und das ist hammergeil, auch wenn man ein Templer ist. Dann noch habe ich eine Vorstellung von Assassin's Creed Unity gesehen, dann Batman Arkham Knight und ich habe Destiny angespielt. Und Destiny hat mich auch total, also es war total geil gewesen. Ich hatte, also da hat mir so Multiplayer gespielt. Ich hatte eine KD von 21 zu 7 gehabt, das war ziemlich hammergeil gewesen. Ich habe auch 3 T-Shirts bekommen auf der Gamescom. Und das Lustige dabei ist, jede der 3 T-Shirts hat eine andere Größe. Einer hat S, einer hat M und einer hat L. Das fand ich total genial einfach. Und ja, die T-Shirts blende ich jetzt einfach mal an. Ich habe jetzt einmal dieses wunderschöne T-Shirt hier, so ein richtiges Zocker-T-Shirt hier. Dann haben wir hier noch so ein Destiny-T-Shirt. Auch ziemlich hammergeil. Hatte ich das T-Shirt bekommt man, wenn man das, wenn man dort angestanden hatte und gespielt hatte. Und dann habe ich nochmal das beste T-Shirt von allen. Gamescom 2014 T-Shirt. Das ist auch so richtig hammergeil. Und ja, die Gamescom war ganz nett gewesen, es hat mir gefallen. Ich weiß es jetzt fürs nächste Jahr. Ich werde nächstes Jahr das früher Bescheid geben, wo ich sein werde, weil ich wusste gar nicht, ich konnte gar nicht mit den Hallen klarkommen und so am Anfang. Aber jetzt habe ich das drauf und weiß jetzt für das nächste Jahr Bescheid. Und wir sehen uns dann zu einem nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Lass es raus, Cartman!
Gute Arbeit. You got what you wanted, so just sit down now. Yeah, I killed him, so what? What?